Herr Scheuer, bitte, wir sollten uns jetzt nicht hier gegenseitig Märchen erzählen. Ja, ich habe andere Rechtsauffassung als der EuGH. Man hat sie nicht mehr alle. Da braucht er wertvolle Vitamine oder Mineralien. Herzlichen Glückwunsch, Andi, zu deiner Eheschließung mit einer Facebook-Lobbyistin. Was? Schon deine dritte Ehe? Mann, du gibst dir echt Mühe, jeden Punkt auf der Psychopathen-Checkliste abzuhaken. Denn holy fuck, dieser Mann alleine ist Grund genug, dass die gesamte Bundesregierung zurücktreten sollte. Man kann nicht verteidigen, dass er immer noch seinen Posten hat. Denn das Prinzip bei allem, was er macht, ist immer das gleiche. Er oder die CSU haben eine Idee. Alle finden sie scheiße. Also ja, auch CDU. Dann wird sie trotzdem umgesetzt. Dabei wird sie massiv inkompetent umgesetzt, dass übertriebenst viel Geld aus dem Fenster geschmissen wird. Und der Bundesrechnungshof ist übertriebenst sauer. Okay, gehen wir mal die großen Punkte durch und fangen wir mal nicht mit der Maut an. Die kommt dann später. Die Autobahn GmbH, die wurde jetzt gegründet und ist aktiv seit 1.1. oder so. Sehr aktiv. Ja. Diese bundeseigene Gesellschaft soll quasi alles regeln, was mit Autobahnen zu tun hat. Finanzen regeln und planen und bauen und Autobahnkram halt. Am Anfang sollte das 600 Millionen kosten, jetzt kostet es 2 Milliarden. Dreimal so teuer. Merkt euch das. Eigentlich sollte sie jetzt ab Januar komplett alle Aufgaben übernehmen, aber irgendwie klappt das jetzt doch nicht und die alte Behörde besteht weiter und wahrscheinlich noch für viele weitere Jahre. Videospiele haben Double XP Weekend, wir in der Regierung haben doppelte Kostenjahre. Das klingt gerade, als wärst du in der Regierung. Ey, ich zahl Steuern, das ist meine Angestellte. Ein Faktor, was die Kosten zum Beispiel nach oben getrieben hat, ich meine, wir sind hier bei der CDU, sind externe Berater. Ich meine, die Regierung, die haben auch interne Berater. Die reichen anscheinend nicht. Die sind nicht gut genug, Rick. Weil, ich weiß auch nicht, irgendwie klingen diese externen Berater immer so nach Leuten, die einfach Rechnung stellen, ohne irgendwas zu machen. Als wäre das eine Methode, einfach so seinen Homies Geld zuzuschieben. Und wie schon erwähnt, der Bundesrechnungshof, die halt die Finanzen verwalten und so, die sind pissed. Die sind super fucking pissed. Die sind so mega fucking pissed. Und das, was wir jetzt hier kurz erklären, gilt für alle Sachen, die wir gleich noch durchgehen, so, ne? Die werfen ihn halt vor, dass er aktiv lügt und trickst, dass er Kosten verheimlicht, damit seine Projekte durchgewunken werden. Das ist so nach dem Motto, er baut ein Haus für einen sehr günstigen Preis und alles so, wow, was für ein geiler Preis. Das ist ja bezahlbar. Durchgebucht. Doch dann im Herbst fällt auf einmal auf, warte mal, wir haben gar keine Heizung, wir haben gar keine Türen, wir haben gar keine Fenster und die brauche ich ja jetzt, sonst erfriere ich und die Bären können einfach so ins Fenster reinklettern und mir den Honig klauen. Also müssen wir das halt nachrüsten und dann kommt halt so die Kostensteigerung. Nur, dass es halt hier im größeren Stil ist und es halt um 600 Millionen auf 2 Milliarden geht. Er verteidigt das mit dem Motto, es ist ja keine Kostensteigerung, es war ja schon immer da, nur jetzt sind sie halt auf schwarz-weiß auf dem Papier. Also hier ist dieses Prinzip, wie Wieso erwähnt hat, inkompetent oder Lügner oder Hurensohn. Warte, das hast du aber dazugewogen jetzt. Nee. Das ist ja aber, würde der Rezo niemals sagen. Ich wette, der nimmt für uns einen Take. Wahrscheinlich nicht. Hier muss man aber auch immer deutlich erwähnen, dass all diese Projekte Olaf Scholz durchwinkt, weil der ist Finanzminister und der will ja jetzt auch Bundeskanzler werden und ist so, Ja, ich bin nicht so scheiße wie die CDU, Mann, Edwin. Ich hab damit nichts zu tun, außer dass ich das halt komplett alles zu verantworten habe als Finanzminister. Yo, außerdem habe ich den Tod von diesen einen Jungen zu verantworten. Was? Ja, der hat irgendwie so ein Brechreizmittel irgendwie zu Drogenpolitik in Hamburg zu verantworten, was dazu führte, dass irgend so ein Junge daran gestorben ist. Denke ich mir nicht aus. Was? Okay, neue Behörde, völlig verkackt, viel zu teuer, Andi halt. Aber wenn ihr euch jetzt fragt, GmbH? 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 Ja! Ja, es ist ein privates Unternehmen, was zu 100% den Deutschen Bund gehört. Wie zum Beispiel die Deutsche Bahn, wo das ja absolut grandios funktioniert hat, dass man dieses Unternehmen privatisiert hat. Und jetzt, wow, jetzt geht unsere Infrastruktur vor die Hunde und wir investieren lieber in Logistikfirmen im Ausland. Wer will schon durch Deutschland tuckern, wenn man fliegen kann? Oder laufen? Oder schwimmen? Man kann schwimmen, oder? Je nachdem? Nee. Na doch, manche Flüsse, je nachdem. Nein. CDU, Freunde der, lass uns Staatsunternehmen privatisieren und irgendwelchen Leuten in die Hand drücken, damit die daran reich werden können. Yeah. Ist das nicht auch irgendwie eine Form von Sozialismus? Nur umgekehrt? Wie zum Beispiel Corona-Hilfen, die natürlich für Firmen gedacht sind, die aufgrund Corona nicht arbeiten konnten. Bars, Kneipen, Kulturstätten oder halt VW, die dann gleichzeitig 2,4 Milliarden Dividende an Aktionäre ausschütten. Also Steuergelder aktiv in die Hände von irgendwelchen Reichen reingedrückt werden. Das sind halt Leute, Sozialismus existiert, wir machen ihn nur falsch rum. Man muss halt hier auch sagen, Andi ist das Schoßhündchen der Autolobby. Treffen mit denen? Baby, sagt, wenn ihr Zeit habt, man, 15 Mal im Jahr, easy. Was? Umweltverbände? Ich meine, warum sollte man sich als Verkehrsminister mit Umweltverbänden treffen? Ich meine, was hat Klima und Umweltschutz mit Autos zu tun? Ich meine, wir bauen unsere Straßen durch, Wälder und machen Sachen kaputt. Also, hä? Fick die. Erinnert ihr euch zum Beispiel an diesen Dieselskandal? Also eigentlich haben wir als Bürger das Recht, halt Akten einzusehen, so, weißt du? Weil die müssen ja transparent arbeiten, weil wir zahlen Steuern, das sind unsere Bitches. So ist das.
Andi ist aber so, das sind sensible Daten. Da muss hier geschwärzt werden und hier geben wir einfach mal eine leere Seite rein und da ist irgendwas Belangloses. So, nee. Also die Informationen, die ihr haben wollt, die dürfen wir euch leider nicht geben, weil die würden der Autolobby schaden. Also das, was wir wissen, ist eigentlich nur die Spitze des Eisberges und die ist schon echt nicht geil. Apropos Sozialismus. Wir Berliner stimmen zum Beispiel bei der Bundestagswahl auch darüber ab, ob deutsche Wohnen enteignet werden soll. Ob es dann wirklich passiert, weiß ich nicht. Aber ne, die machen halt fett Geld mit Wohnungen und so und das ist halt sehr, sehr unsozial. Fuck Berliner Mietpreise. Obwohl es wahrscheinlich in anderen Großstädten auch nicht besser ist. Ich meine, CDU, wie soll ich bitte meine OnlyFans-Abos bezahlen, wenn alles für Miete drauf geht? Ich dachte, ihr wollt eine gute Wirtschaft und dazu brauchen die Bürger Geld. Aber gleichzeitig ist die CDU so, oh, euer 500 Jahre altes Dorf steht auf Kohle, sorry, fickt euch. Oh, was, hier steht ein Haus? Nee, da steht jetzt eine Autobahn. Bye, bye. Die Union hat tatsächlich kein Problem damit, Menschen zu enteignen. Es dürfen nur keine Aktiengesellschaften sein. Und Andi ist dadurch tatsächlich Enteignungsminister, so ein Spitznamen, weil halt wirklich sehr viele Menschen enteignet werden, um eine Autobahn zu bauen. Ach, und wo wir gerade bei Autobahnen sind, kleiner Funfact. Von den 1,8 Milliarden Fördergeldern, die der Bund zur Verfügung stellt, gingen 600 Millionen an Bayern, ne? Wo die CSU und der Andi halt herkommen, so, ne? So ein Drittel. Ich meine, es macht Sinn, dass Bayern mehr kriegt als das Saarland, aber so ein Drittel? Die haben halt mehr Straßen oder so. Also irgendwie wird da aktiv Bayern immer bevorzugt. Könnte es vielleicht daran liegen, dass es Tradition ist, dass die CSU den Verkehrsminister stellt? Könnte das sein? Aber da geht es auch zum Beispiel um so kleine Beträge. Zum Beispiel waren da so 12 Millionen für Fahrradschnellwege bereitgestellt, die ich extrem hart feiern würde. Und die Autofahrer auch. Stellt euch vor, die Fahrradfahrer sind irgendwo anders, rasen da lang und nicht auf der Straße. Geil. Ha, geil, ja, richtig. Aber ja, die wurden für Bundesstraßen oder sowas investiert und nicht für Fahrräder. Okay. Es wird keine Politik für Fahrräder gemacht. Das sind ja auch keine Menschen. Okay. Kommen wir zum nächsten Punkt. Funklöcher. Falls ihr euch immer gefragt habt, warum beim Thema Internet überhaupt nichts passiert, ja, da ist auch der Andi Scheuer, der Typ, der Sachen machen, der zuständig. Denn Verkehrsinfrastruktur und digitale Infrastruktur sind im selben Ministerium. Dabei will selbst die CDU das anders. Vor ein paar Jahren ist aufgekommen, dass es in Deutschland diese weißen Flecken gibt. Das heißt zum Beispiel, dass es in Gesamtostdeutschland kein Netz gibt. Und das, liebe Kinder, ist nicht gut. Und was machst du, wenn du ein Problem ausnutzen möchtest, um so viele Steuergelder wie möglich aus dem Fenster zu werfen? Richtig. Du baust eine eigene Behörde auf, anstatt die bestehende aufzustocken. Für ein temporäres Problem. Ich meine, wenn das gelöst ist, brauchen wir die doch nicht mehr, oder? Oder? Und jetzt typisch Andy. Typisch Andy zieht er sein Ding ab. Er lügt und betrügt, was die Kosten betrifft. Jetzt mal ernsthaft, der Bundesrechnungshof ist so fucking pissed. Also wirklich, die Hosen, die haben schon die dritte Hose durch. Und die packen sich schon immer viele ein mit auf die Arbeit. So pissed sind die. Oh Gott, war der schlecht. Gott, war der schlecht. Denn, Rick hat vorher gesagt, er soll aufpassen, die Kosten sind dreimal so hoch wie geplant. Diese neue, tolle Behörde hat vom Andi einfach mal 2 Geschäftsführer gespendet bekommen. Gesponsert. Mit jeweils 190.000 Euro Jahresgehalt. Plus Spesen, Umzugshilfe, Dienstwagen, pipapo. Also der zusätzliche Geschäftsführer sorgt allein für 250.000 Euro Mehrkosten als nötig. Denn warum zum Fick braucht man 2 Geschäftsführer? Und Fun Fact, am Anfang waren sogar 3 geplant. Wirkt fast so, als würde man irgendwelche sinnlosen Behörden gründen, um seinen Homies einfach irgendwelche geilen Posten unterzuschieben. Hey, also für 190.000 Euro Jahresgehalt würde ich mich auch mit dem Andi anfreunden. Nicht, denn wir sind akkurat. Hier geht es nicht nur darum, dass er unglaublich ineffizient arbeitet. Man könnte den Verdacht äußern, dass das Ganze auch ein bisschen illegal ist. Denn die Kommentare vom Bundesrechnungshof sind so, yo, ihr solltet beim Andi vielleicht schnell mal die Tür eintreten und ein paar Akten sichern, bevor die wieder aus Versehen geschwärzt werden. Die Union labert jetzt im Wahlkampf irgendwas von Digitalisierung, obwohl sie 16 Jahre lang hart verkackt haben und die Möglichkeit gehabt hätten, was besser zu machen. Sie haben ja noch nicht mal ihre eigenen Ziele eingehalten, die auch noch so fucking gering waren. Denn ja, wir brauchen Milchkannen an jedem 5G-Tower. Wir brauchen Milchkannen an jedem 5G-Tower. Weil wenn dann die ganzen 5G-Gegner kommen, wo, ne, mit Corona, dann haben die Milch und dann werden die gedebufft. Also dann genau. Lösen sich die Debuffs auf und dann sind die nicht mehr so crazy. Das macht Sinn, ja. Gut, gut. Und Glasfaser in jedem scheiß Haushalt und das nicht halt in 5 Jahren, sondern vor 5 Jahren. Ja, also da findet man lieber eine Zeitreisemaschine, ja. Diese verkackte Digitalisierung ist echt nicht gut für die Wirtschaft und gerade die ist der Union ja so fucking wichtig. Maut. Bei vielen, also
Bei Rezo zum Beispiel klingt das immer so, als wäre es mega kompliziert. Ich gehe jetzt nicht auf Details ein, aber es gab juristischen Streit darüber, ob seine konkreten Mautpläne überhaupt rechtlich okay sind. Entweder irre ich mich, aber es wirkt nicht so kompliziert. Im Wahlkampf 2013 hatte die CSU die tolle Idee, Maut, aber nur für Ausländer. CDU fand das scheiße, SPD fand das scheiße, also wurde es umgesetzt. Die CSU ist halt so wie so ein Eric Cartman. Man gibt denen lieber, was sie wollen, weil sonst heulen sie rum. Die sind echt fucking nervig. Doch das Problem ist, diese Art von Maut ist illegal. Um das simpel zu erklären, stellt euch vor, Hessen, Thüringen und Sachsen-Anhalt machen eine Maut für alle anderen Bundesländer. Heißt, ihre Bürger dürfen kostenlos durchfahren, alle anderen müssen zahlen. Dann würden sie halt ihre Position ausnutzen. Damit würden halt Leute aus anderen Bundesländern diskriminiert werden. Und das gleiche Prinzip gilt für die EU. Wir hier in der EU sind Familie. Ich meine, schön abkassieren, weil wir zufälligerweise das Land der Mitte sind, das gefällt den anderen Ländern gar nicht. Ich meine, du kannst auch nicht einen Pizzaladen aufmachen und sagen, yo, Touristen zahlen mehr. Nein, meine Geschäftsidee. Was? Also, nun, weil es illegal ist, hat die CSU 4 Maß geäxt und kam auf die geile Idee, alle zahlen die Maut. Aber die Deutschen kriegen es über die Kfz-Steuer zurück. Klingt wie Diskriminierung, nur mit extra Schritten. Nun, weil Politik so unglaublich schnell ist, sind in der Zeit 4 Jahre vergangen und Scheuer ist jetzt Verkehrsminister, weil das Ganze fing eigentlich unter Dobrindt an. Koalition stimmt ab, Gesetz ist auf dem Weg, Österreich klagt. Weil das jetzt rechtlich noch sehr unsicher ist, will halt keine Firma diese Umsetzung übernehmen. Die meisten sind halt nicht so dumm. Es gibt nur einen Anbieter und der will halt einfach mal 1 Milliarde mehr. Statt 2, 3. Selbes Spiel, weil der Scheuer hat ja gewisse Gelder nur für gewisse Zeiten zur Verfügung. Also macht er halt schnell und trickst und lügt und bla und verschönigt halt die Kosten und der Bundesrechnungshof ist sauer. Hatten wir jetzt 3-mal. Und hat halt schon Verträge unterschrieben, obwohl noch gar nicht klar war, ob der Scheiß überhaupt umgesetzt werden darf. Und wer hätte das gedacht? Es war illegal, weil es halt Ausländer anders behandelt als Deutsche. Das ist relativ simpel. Es klingt immer so, als wären Mauts prinzipiell illegal in Europa, aber nee. Manche Länder haben Mauts, zahlst du einen. Jeder, der da durchfährt. Ich meine, es gab halt allein extra Kosten durch dieses Hin und Her in Höhe von 73 Millionen und alleine 39 Millionen für Berater. Berater, die nicht vorhersehen konnten, dass das illegal ist. Also Scheißberater. Juristen haben vorher gesagt, so, yo, Digi, geht nicht, Alter. Alter, das sind nur Leute, die an den Titten von dem Scheuer nuckeln, ey, und das ganze Geld abzapfen. Steuergeldern, umgekehrter Sozialismus. Und das Absurdeste ist, in den Verträgen wurde reingeschrieben, dass die Betreiber Entschädigung kriegen, wenn das Ganze nicht umgesetzt werden kann. Von wegen her, oh, du kriegst doch kein Geld, dann kriegst du doch Geld, weil du hast ja nichts gemacht. Oder so. Das sind jetzt anscheinend 560 Millionen. Ich weiß nicht, ob das jetzt komplett durch ist, so, aber 560 Millionen für nichts tun. Und ihr regt euch über OnlyFans-Girls auf. Und weil halt bereits Geld von der Maut in den Haushalt eingeplant waren, hatte unser Haushalt ein Minus von 1 Milliarde. 1 Milliarde. Wie gesagt, der Bundesrechnungshof war pisst. Aber hey, Scheuer hatte richtig gute Ausreden. Zum Beispiel die hier. Ich habe eine andere Rechtsauffassung als der EuGH. Alle Verbrecher sind so, what, das geht, Alter, what, what, Alter, what? Oder die Ausrede ist auch Hammer. Ich habe das Amtsverständnis so, wenn das Parlament ein Gesetz beschließt, dass ein Ministerium dieses Gesetz auch umsetzen muss. Ich meine, man muss hier sagen, CDU und SPD haben das mit abgesegnet. Aber vor allen Dingen, die CSU hatte überhaupt erst diese Idee. Die haben uns diesen Mist eingebrockt. Und nicht nur das, die haben uns an die Scheuer eingebrockt. Die bestehen ja darauf, dass sie immer den Verkehrsminister stellen. Weil ganz ernsthaft, CSU, was ist mit euch falsch, dass jemand wie Andi Scheuer in eurer Partei so weit kommen kann? Ist euch klar, was ihr euch damit ausstrahlt? Nun gut, Opposition sah sich das so an und war so, was zum Fick? Also wurde ein Untersuchungsausschuss eingeleitet, um halt zu gucken, was der Andi da so verbockt hat, wie sowas passieren konnte und vor allen Dingen, ob der Andi eventuell illegal gehandelt hat. Weil ineffizient arbeiten ist eine Sache, aktiv Steuergelder zu veruntreuen ist illegal, worauf systematisch Daten vernichtet wurden. Also wieder Akten geschwärzt und sowas, so, weil das sind ja sensible Daten, die dürfen ja nicht an die Öffentlichkeit. Das wäre ja schlimm, wenn wir sehen, was sie da oben machen. Ach, und Handys wurden gelöscht, so, oder so, ne? So, das ist dann plötzlich alles weg, so, weil Scheuer entkam einer Strafanzeige, weil es nicht genügend Beweise gab. Die waren halt weg. Ich meine, der Typ verkackt und verkackt und verkackt und will einfach weitermachen. Hat keine Konsequenzen. Nicht nur, dass er hochgradig inkompetent ist, sondern halt aktiv irgendwie Gelder irgendwelchen Leuten zuschleust. Wisst ihr, was Andi ist? Er ist der Pimmel der CSU, die uns ins Gesicht pisst, dann uns eine Klatsche gibt und wir dürfen das dann wegmachen. Wie kann die CSU sich hinstellen und irgendetwas sagen, was nicht, ja, wir treten übrigens zurück, ist? Das ist nur einer. Also zu all den Sachen, die Union gerade übertriebenst verkacken, war ja Scheuer nicht mal dabei. Und ich finde persönlich, er alleine ist schon Grund genug für die Union, einfach wirklich zu sagen, sorry, wir haben es verkackt, wir löschen unsere Partei komplett und fangen neu an. Hausaufgabe, CDU und CSU. Ja. Das ist eure Hausaufgabe. Nee, ich verstehe nicht, wie ein Politiker noch in dieser Partei sein kann, die sowas abzieht. Es ist erbärmlich. Vor allem ist es so dreist offensichtlich. Tschüss. Okay, das ist Wut.